Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zusammen mit dem Tyler mal wieder. Im Moment ist er so ein bisschen das kleine, ich weiß nicht, ich habe immer so Phasen und jetzt im Moment ist er der, wo um ihn am meisten rumgezogen wird oder umgezogen wird und im Arm gehalten wird. Genau, heute machen wir ein kleines Umziehvideo und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Geht's auch schon. Aktuell hat er dieses etwas viel zu große Outfit an mit Farm Friends, Donald Duck und Lump Mickey als Babys. Die etwas viel zu große Hose, die tollen, wie nennen wir die, Füßlinge. Genau. Ich wollte ihm jetzt was Neues anziehen, ihn wickeln. Hinten einen Verschluss, das finde ich ganz toll zum Außen anziehen. Die Schüchchen lasse ich ihm jetzt an. Die hier finde ich nämlich ganz toll. Er kriegt da aber einen anderen Body an und eine frische Wendel. Und zwar eine ganz neue. Habe ich festgestellt, ich habe hier nur glaube in Verwendung von diesen nagelneu gekauften, aber seitdem Emma die ja auch nimmt, weil ich finde, dass die anderen einfach zu groß sind, habe ich ja nicht mehr genug. Also ich dachte, das muss man neuen. Der ewig nehmen. Genau. Fussel. Fussel. Okay, er bekommt diesen Body an. Mal wieder Carters. Ich habe nur kurzarmige von Carters. Ich habe keine kurzarmigen von der deutschen Marke. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo man sowas kriegt. Wobei, ich brauche ja nicht mehr eigentlich. Ich hätte aber mal gerne mehr. Wobei, wenn ich jetzt dann gut genug beim Nähen bin irgendwann, ich nehme euch auch mal noch mit zu nähen. Ich hoffe, ich finde da mal wieder Zeit und Muse. Ja, hier ist der Fussel. Der möchte nicht weg. Jetzt ist er weg. Bei den Carters finde ich ja, ich finde den Stoff eigentlich ganz toll. Und die breiten Bändchen hier. Wie beweglich er jetzt ist, ne? Vielleicht fällt euch das in den Videos auf. Er ist nicht mehr so steif. Okay, jetzt bekommt er diese Hose an. Ist eigentlich an M-Größe 56, aber wie gesagt, man kann hier oben so umkrempeln und an den Füßen auch. Und dann ist das in kurz okay. Ich glaube, ihr seht gar nicht alles von ihm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wenn ich etwas höher. Es ist eben schwer für ein so kleines Reborn die Kleidung zu finden. Aber das ist okay. Ach, was ich auch noch sagen wollte. Genau. Freue mich schon.
nächsten Monat. Anderthalb Monate. Nee, nächsten Monat. Irgendwann im März ist, das sind dann wieder so Kinderbasare. Und da werde ich wieder auf reingehen. Hoffentlich schaffe ich das zeitlich. Weil ich dachte, ich hätte da eben keine Schule. Und dann habe ich gedacht, gönnst du dir mal wieder ein bisschen was? Ich finde halt, da bekommt man die Sachen viel günstiger und sind meistens noch genauso gut, weil die Kinder tragen das ja nicht lang, ne? Keine Ahnung. Einen Monat sind die wahrscheinlich locker aus 50, 56 ausgewachsen. Ja, bei den größeren Größen ist es dann so, dass die immer verwaschen und noch sind. Aber bei den kleinen Größen kriegst du oft so tolle Sachen. Kaufe ich mir da ein bisschen was. Genau. So. Jetzt hat er das Oberteil von Kik an. Das ist natürlich passend. Sieht ein bisschen witzig aus, ne? Ist ein bisschen freaky. Aber ich finde ihn so süß. So süß. Genau. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss.